Putztapasta, ein Hauch Ungarn, Zutaten für 2 Portionen, 160 Gramm Spiegelnudeln E-Salz, 180 Gramm Cabanossi E, eine Zwiebel E, A1 rote Paprika, 1 Esslöffel Öl E, 1 Beutel Würzmischung für Würstchengulasch, zum Beispiel Knorr, 1 Esslöffel Creme Fraiche E, 1 Esslöffel Schnittlauchröhrchen, 1 die Spiegelnudeln, in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung bis fest garen. Cabanossi in Scheiben und diese Eltern in Viertel schneiden. Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Paprikaschote halbieren, entkernen, waschen und ebenfalls in Streifen schneiden. Paprika, Zwiebel und Cabanossi, Jim heißem Öl anbraten. 250 ml kaltes Wasser zugießen, Beutelinhalt der Würzmischung für Würstchengulasch einrühren und unterrühren aufkochen. Bei schwacher Hitze ca. 5 Minuten garen, Creme Fraiche unterrühren, mit Schnittlauchröhrchen bestreut zu den Nudeln servieren. Info, je schwerer und dickflüssiger die Soße ist und je mehr Stückchen sie enthält, desto breiter und kürzer sollte die Pasta sein. So passen spiralförmige oder hohle Nudeln wie Fusilli, Rigatoni oder Penne zum sämigen Ragout oder Gulasch.